Hallo, hier ist mein iPhone 13 Pro Max. Weiter nach dem Intro. Ja, heute habe ich mein iPhone 13 Pro Max mit 512 GB erhalten. In Graphit, wie ich das bestellt habe. Wir werden das jetzt hier gemeinsam auspacken und ja, schauen wir mal. Ne? Also, das ist geprägt und hier beim iPhone 13 ist die Rückseite. Ich habe jetzt hier nochmal meinen Karton vom iPhone 10S Max. Da sieht man die Vorderseite und man sieht dann klar auch, was für ein Unterschied beim Karton. Aber das war ja schon beim 12er ja so. Dafür ist es minimal länger, wenn man das sehen kann. Ich hoffe, ihr seht das hier. Aber das ist nicht viel. Wir werden es jetzt mal auspacken. Und hier ist da klar keine Folie mit drüber. Nicht so wie beim 10S oder auch beim iPhone 11. Und ich glaube, beim 12er war das auch noch so. Aber ich bin mir jetzt nicht so sicher. Dann werden wir das hier mal. Hier ist die Lasche. Es ist nicht ganz so schön, wie als wenn ich die Folie öffnen will. Aber gut, das muss jeder für sich selber entscheiden. Das war immer ein, ja, ich sag mal, ein nettes Erlebnis, weil man, da hört man leider nicht viel. Wir werden das jetzt mal auspacken. Ich glaube, viel wird man nicht sehen. Den packen wir beiseite. Hier seht ihr das schon. Es ist auch mit der Rückseite zu sehen. Das lege ich auch nochmal beiseite. Ich habe nur das Ladekabel, Lightning und USB Typ C. Für den Preis finde ich es trotzdem frech, aber gut. Hier haben wir die SIM-Nadel. Und immerhin auch ein Apple-Sticker. Das beim 12er auch schon eins war, weiß ich gar nicht. Aber beim 10S Max, ich hole das mal gerade mal raus, waren das, glaube ich, nur zum Vergleich. Hier habe ich das Ladegerät und die Kopfhörer noch dabei. Hier ist nur das Ladekabel dabei. So, mache ich das raus. Nee, hier sind zwei Sticker dabei. Also, wir sind mit einem Sticker etwas umweltschonender geworden. Ich hätte es schöner gefunden, wenn auch das Telefon USB Typ C hätte. Denn mein iPad Pro hat klar auch C. Aber wir gucken uns das jetzt mal an. Mir gefällt die Farbe. Graphit. Komm, ein bisschen dichter ran. Hier seht ihr auch die drei Kameras und es ist mir klar ein schöner Buckel, unbestreitbar. Fühlt sich klar auch hier an der Seite an. Ich hoffe, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Da ist es ein bisschen eingeprägt hier. Und diesmal ist das auf dieser Seite, wo ihr die SIM-Karte reint. Laut, leiser, ja, ausmachen, Ton aus oder nicht. Ein- und Ausschalter. Dann werden wir es doch mal öffnen. Und hier seht ihr klar die Symbole, was das zu sagen hat. Und hier sieht man das auch. Stromanschluss oder Übertragung. Also ich werde es mit einem Backup machen, direkt vom iMac. Ja, der Klang fehlt aber noch. Ich werde das jetzt mal anmachen. Liegt auf jeden Fall gut in der Hand. Unbestreitbar. Na. Da haben wir das Apfelsymbol. Das sieht gut aus. Und man sieht auch hier, also ich glaube, ihr könnt das nicht sehen, aber die Notch ist doch deutlich kleiner geworden. Hello.
okay, gut. Ihr habt die Sprache. Wir stellen es auf Deutsch ein. Also China Festland sind wir definitiv nicht. Wäre mir persönlich neu. Deutschland. Ja, hier haben wir den Schnellstart. Also wenn ich jetzt mein iPhone daneben legen würde, würde das alles rüberladen. Aber ich mache es trotzdem mit dem Backup. So habe ich alle Daten, die ich vorher schon auf meinem Telefon habe, auch hier drauf. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja, Netzwerk, WLAN. Ich mache jetzt einmal das Backup und dann schauen wir gleich mal. Ihr müsst dann klar auch das iPhone aktivieren. Hier kommen die Daten und Datenschutz. Dann gehen wir weiter. Face ID richte ich jetzt gleich ein und dann Schritt für Schritt. Face ID, dann müsst ihr noch, müsst nicht, aber den PIN eingeben und ich mache dann vom Mac oder PC wiederherstellen. So mache ich das dann. Muss ich das gleich verbinden und dann geht es gleich weiter. Ja, das Telefon ist soweit eingerichtet. Ich werde jetzt noch die SIM-Karte hier reinstecken und warte jetzt noch, dass die letzten Updates erledigt sind. Und dann würde ich sagen, das war es ja auch. Und dann werde ich noch mal ein Video machen, wie ich das ein paar Tage benutzt habe. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, ein Daumen hoch. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, zwei Daumen hoch. Abonniert doch meinen Kanal, damit ihr in Zukunft keine weiteren Videos verpasst. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Euer Raver Dave.